heiße Annette Moos, bin 53 Jahre alt, habe zwei Kinder, sind schon beide erwachsen, Anfang 20, gehen schon so eigentlich ihren eigenen Weg. Und ich habe bis jetzt oder viel in meinem Leben war ich als kaufmännische Angestellte beschäftigt und habe jetzt festgestellt in den letzten Jahren, dass mir das nicht reicht und dass ich gerne was mit Kindern und mit Menschen machen möchte. Über eine Freundin von mir, ich habe also vorher schon meinen Personal- und Business-Coach gemacht und die arbeitet in dem Bereich als Peer-Gruppenleiterin und hatte mich da auf diesen Ding aufmerksam gemacht. Es ist eine tolle, lockere Stimmung, es ist sehr lebendig, es sprüht vor Energie, es ist also einfach klasse. Sehr souverän, weiß in jeder Sekunde, was er macht. Und kann auch diese Energie, die er hat, wirklich super rüberbringen. Zwei Methoden kannte ich jetzt schon vorher, Glaubenssatzarbeit und halt auch die Aufstellungsarbeit. Mhm. Von daher war das jetzt nichts Neues. So einen Favoriten habe ich nicht. Ich finde, man kann mit vielen und mit mehreren Methoden super Sachen erreichen. Was ich für Kinder sehr schön finde, sind einfach die Fantasiereisen. Aber auch die Timeline oder dieses Double Future Backcheck, das finde ich auch klasse. Ich glaube, das ist super wertvoll. Ich finde sehr schade, dass das noch nicht viele Kinder, dass denen das noch nicht zugänglich ist. Und würde mir wünschen, dass ich das für meine Kinder viel früher entdeckt hätte und dass ich die hätte früher fördern können mit diesen Tipps und Tricks, um die in ihrem Leben einfach leichter zu begleiten.